Eine der größten Landeskatastrophenübungen findet heute im Raum Reutte statt. Einige hunderte Helfer sind hier vor Ort und üben verschiedene Szenarien durch. Ja, die Übung läuft eigentlich seit Donnerstag schon für den Stab und die ganzen Vorbereitungen. Im operativen Bereich waren wir jetzt seit gestern oder heute in der Früh 1 Uhr, sind wir auf dem Weg mit den Einsatzkräften. Da werden verschiedenste Szenarien abgehandelt. Heute zum Beispiel um 1 Uhr war ein großes Zugsanklick mit über 100 Beteiligten. Dann war um 2 Uhr flach am Säulingweg ein Traktorabsturz. Um 6 Uhr in der Früh war Sägewerk, quasi ein Gebäudeeinsturz. Und jetzt geht es weiter noch den ganzen Tag bis circa abends um 18.30 Uhr, 19 Uhr. Wie viele von den Blaulichtorganisationen machen jetzt da konkret mit alles? Also es nehmen ca. 200 Druckkreuz-Kräfte aus ganz Tirol teil. Die Wasserrettung ist mit 120 Personen da. Dann haben wir 6 oder 7 Feuerwehren aus dem Bezirk dabei. 2 Bergrettungen, Fils und Reute. 3 Hubschrauber sind fix da. Und ja, also wir kommen summa summarum auf zwischen 500 und 600 Einsatzkräfte. Bei diesem Szenario geht es in der Hauptsache darum, dass es eine sehr große Anzahl von Verletzten und Betroffenen gibt und die Zufahrtswege erschwert passierbar sind aufgrund eines Mooranfalls. Das ist jetzt natürlich eine große logistische Herausforderung. Wie kriegt man Personen und Material primär mal an die Unfallstelle? Wie kann ich mich in einem Gelände wie hier in dieser Schottergrube organisieren? Ja, das hat man die Entscheidung so getroffen, dass hier eine Verletztenablage stattfindet. Das heißt, es wird zwischen den Schweregraden, hier wird reagiert, unterschieden. Und dann wird per Shuttle auf der gegenüberliegenden Seeseite wird eine Sanitätshilfsstelle aufgebaut und dort werden dann die Patienten versorgt, notärztlich versorgt und auch abtransportiert. Die Wasserrettung Tirol ist ja voll involviert bei dieser Landeskatastrophenübung. Was ist eure Aufgabe diesmal? Ja, wir haben dieses Jahr das erste Mal mit dem Roten Kreuz gemeinsam die Katastrophenübung und wir haben 14 Szenarien, die wir beüben und eines davon ist das Wesentlichste, ist also die Evakuierung und da haben wir 2 Evakuierungsgebiete, die wir zu bedienen haben. Wie viele Leute machen da mit? Wir haben 120 Personen im Einsatz. Und im Hintergrund sieht man natürlich auch, die Wasserrettung ist relativ gut ausgerüstet. Ein neues Boot habt ihr heute im Einsatz. Ja, mit Unterstützung des Landes Tirol haben wir neue Boote anschaffen können, die wir heute nach dem Katastropheneinsatz, was wir in Kössen gehabt haben, noch einmal beüben in der besseren Ausstattung. Zusammenfassend, Übungen solcher Art, wie wichtig ist das für Sie? Naja, im Einsatz kann man nur können, was man übt und deswegen muss es regelmäßig solche Übungen geben, damit man Fehler erkennt und dann auch ausmerzen kann. Ein erstes Resümee können Sie schon ziehen? Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz ist hervorragend und ja, wir haben schon einiges gefunden, was wir zu verbessern haben, aber ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden. Solche Katastrophenübungen sind besonders wichtig, damit man nachher im Ernstfall auch entsprechend gerüstet ist. Ja, ich bin jetzt seit 1 Uhr in der Nacht unterwegs. Beim Zugsunglück in Vils habe ich also den Einsatz beobachten können. Ich bin also beeindruckt, erstens einmal von der Teilnehmerzahl und auch von der Ruhe und von der sehr guten Organisation, wie das abläuft. Und ich kann also allen Rettungskräften nur gratulieren und wir alle Tirolerinnen und Tiroler können stolz sein, dass es so viele Freiwillige gibt, die sich also in ihrer Freizeit um sie kümmern. Ja, man kann also sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Rettungsorganisationen sehr gut funktioniert und auch bei uns gerade durch die Einsatzstelle der Wasserrettung Reutte im Feuerwehrzentrum Breitenwang, das funktioniert natürlich einwandfrei und wir haben schon gesehen, gerade hier der Plansee ist natürlich als Übungsgebiet prädestiniert, weil eben gerade hier Wasserrettung und Feuerwehr immer wieder zusammenspielen und arbeiten müssen.
Ja, für uns ist natürlich ganz wichtig, nachdem wir ja vor 10 Jahren wirklich real betroffen waren, wobei es natürlich auch vor 10 Jahren schon wunderbar geklappt hat, die Zusammenarbeit. Aber gerade solche Übungen sind Gold wert und es waren die verschiedensten Szenarien durchgespielt. Es war auch heuer der Säuling dran, also ein Unfall am Säuling mit Partygästen oder noch ein Polterabend. Traktorunfall, das war gestern am Abend und nach meiner Information hat es also wunderbar geklappt alles und die Übung ist super verlaufen. Wir sind sehr zufrieden und ja, es macht sich da schon Zufriedenheit und Sicherheit vor allem breit. Ja, solche Übungen haben sicher einen sehr guten Stellenwert. Man kann da die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen üben und wie man da sieht, das funktioniert tadellos und super. So was ist sicher sehr optimal. Und auch, dass das Bundesheer mal denkt, die Hubschrauber abzuziehen in Schwarz, ob das einen Sinn hat. Hier wird das Zusammenspiel von Kräften, die sich untereinander nicht so kennen, wie es in einer Bezirksstelle ist, wieder geübt. Das Material wird wieder beübt und das ganze Ablauf organisatorisch, Einsatzleiter und so weiter. Zugleich haben wir natürlich zum Abschluss unserer CAT-Seminare hier 20 Prüflinge abzuprüfen, die heute die Prüfung bestehen müssen als Einsatzleiter. Wenn es heißt Katastrophenalarm oder Großszenarien in Österreich, das spielt sich dann meist unter Feuerwehren, Polizei und Roten Kreuz ab. Die decken eigentlich die Katastrophen Schutz ab, ja, und Großunfallszenarien. Und wir sind ja nicht unbekannt untereinander und wir wissen eigentlich die Kompetenzen genau abzugrenzen und jeder weiß eigentlich schon, wie weiter bis zum anderen Schäden gehen kann, wo übernommen wird. Das weiß die Feuerwehr, das weiß das Rote Kreuz und die Assistenzleistung der Polizei ist ohnehin behördlich dann geregelt. In Teil 1 der Landeskatastrophenübung haben wir über die Rettungsmaßnahmen am Plansee berichtet. Beim zweiten Teil wurde die Highline 179 als Schauplatz gewählt. Übungsannahme war Panik auf der Hängebrücke. Das ist wirklich eine landesweite Übung, die eine große Herausforderung für uns ist. Und ich bin sehr stolz auf alle meine Mitarbeiter, die Freiwilligen, die Hauptamtlichen, die das in die Wege gebracht haben und zusammengestellt haben, all diese Übungen. Und dass es jetzt so gut gelaufen ist, also es macht einen stolz und hat wirklich einen großen Stellenwert. Bei jeder Übung sind Mitarbeiter, Freiwillige und Hauptamtliche vertreten, die auch in der Vorbereitung sehr viel Zeit investiert haben. Bislang muss ich sagen, von in der Nacht um 1 Uhr, was gestartet ist mit dem großen Zugunfall, muss man sagen, mein Eindruck ist tadellos. Es ist eine Übung, es ist toll, auch daraus was zu lernen und die Abläufe haben, so ich das gesehen habe, super funktioniert und man wird dann im Nachhinein jetzt noch besprechen, das ist klar, dazu ist eine Übung da, zu sagen, ja, was hat gut funktioniert, kann man was besser machen, aber ich sehe jetzt nicht viel Potenzial, was man besser machen könnte. Wie aufwendig so ein Szenario für die Luftrettung werden kann, wurde eindrucksvoll sichtbar beim Einsatz des Rettungshubschraubers. Ja, Übungen sind sehr, sehr wichtig. Wir wissen aus dem Einsatz, aus der Praxis, dass regelmäßiges Üben zwischen 25 und mehr Prozent einfach zum Einsatzerfolg beiträgt. Und von daher ist es einfach sehr, sehr wichtig. Ja, wir haben heute leider nur eine ganz kleine Abordnung. Wir sind also beteiligt primär nur mit unserem Hubschrauber.
Die Übung wird also vom Roten Kreuz veranstaltet in Verbindung mit der Wasserrettung. Ja, bisher, glaube ich, haben sie sehr realistische, sehr gute Szenarien vorbereitet. Was man bisher gesehen hat, insbesondere auch die Einsatzleitung in Reutte, sehr professionell aufgebaut. Also man kann nur gratulieren allen Veranstaltern, eine Top-Übung. Also wir sind verantwortlich für einen Abtransport der Verunfallten mit zwei Bergrettungsautos. Es ist Bergrettung Reutte mit einem Auto da und die Bergrettung Vils ebenfalls mit einem Auto. Und wir sind für den Abtransport der Verunfallten verantwortlich und müssen sie ins Tal bringen. Wir arbeiten mit der Rettung, Polizei, anderen Ortsstellen, Nachbarortsstellen sehr gut zusammen. Also auch mit der Feuerwehr funktioniert tadellos. Mit dem Übungsverlauf zufrieden? Also bis jetzt sehr zufrieden, alles reibungslos verlaufen, nichts passiert, relativ eng zum Auerfahren und doch relativ viel los, viele Zuschauer, aber hat relativ gut funktioniert.